Das ist der Rubisch. Und hier ist Felix Magath. Und hier ist der Abfluch von Fuhlsbüttel. An und für sich wollte ich gar nicht nach Athen fliegen. Plötzlich bekam ich einen Anruf. Mensch, hör mal zu, das Spiel des Jahres, da musst du hinkommen. Du wirst es ja nie wieder erleben. Und nun Juventus Turin, eine Weltelf. Platini, Gento, Rossi. Der den Ball übernimmt, halt nicht so versucht zu wackern. Er sollte schießen, 25 Meter am Herzen frei. Schaut auf das Tor, Tor! Und wie das Tor fiel von Magath, da war es plötzlich still. Keiner sagte mir etwas, nur die HSV-Fans wurden laut. Der HSV ist Europapokalsieger 1983. So ein Spiel, Pokal-Endspiel, gegen eine Weltelf zu gewinnen, das vergisst man nicht. Und nun hatte ich natürlich das Glück, mit der Chartermaschine vom HSV zu fliegen. Die Maschine war in der Luft, dann ging die Tür auf von der ersten Klasse zur zweiten Klasse. Da kam Rubisch raus mit einem Pokal voller Shampoos. Und jeder konnte mal so einen Schluck machen. Und wie er zu mir kam, er wieder raus, nimm mal meine Kamera, gib mal den Pokal. Und er hat von mir ein Bild gemacht mit dem Pokal. Großartig. Sie sehen dieses Bild und wissen ganz genau, natürlich, das ist Horst Rubisch, der 1983 mit dem ganzen dicken Porten auf dem Rückweg. Und er ist hier in echt. Das ist nur Horst Rubisch. Er durfte raus trinken und dann hat er sich den Pokal haben wollen, eben mit dem Foto. Dann hat er ja immer noch das Foto. Wenn wir zum Spiel gehen, das ist wie eine Familie. Können Sie sich nicht vorstellen. Da liebt der eine den anderen, kenne ich gar nicht. Der umarmt mich und hier, wenn ein Tor kommt, springt er mich an. Ich habe ihn noch nie gesehen. Nicht? Das ist, wir gehören zusammen. Die Raute. Also es bleibt für mich immer eine unwahrscheinliche Erinnerung. Ich werde Kunde der Sparda-Bank. Ja, genau. Dann hast du die Karte.